Entering the Miners. Okay, 83 Gegner, 3 Secrets. Langsamer, ominöser Start. Und hier geht's nicht so einfach durch. So aber. Dann gucken wir mal. Zack. Und der arme kleine Imp hier, dass er nicht alleine ist, wird auch zu ihm geschickt. In die Hölle. Wo sie zufälligerweise auch herkommen, alle. Doomguy, ich habe irgendwie so das Gefühl, deine Mittel zur Bekämpfung von Dämonen könnten möglicherweise gar nicht so effizient sein. Wo du echt gut bist, darin die umzubringen. Was soll denn mit denen passieren? Ich glaube, das habe ich schon öfters mal angesprochen. Die sterben doch eigentlich gar nicht, die Viecher. Die kommen doch eigentlich genau dahin zurück, wo sie hergekommen sind. Das ist keine Ahnung. Es ist natürlich ein sehr merkwürdiges, eine sehr merkwürdige Form der Schnellreise. Keine Ahnung, ich meine in echt, ich würde es nicht wollen, auch wenn es vielleicht irgendwo praktisch wäre, aber keine Ahnung. Ich meine, stellt euch mal vor, so ihr sterbt und seid auf einmal wieder zu Hause. Das wäre eine komische Superkraft und ich glaube nicht, dass ich die gut finden würde, weil ich mir ziemlich sicher bin, sterben tut weh. Vor allem auf die Weise. Ja. Naja, die Dämonen haben diese Superkraft mehr oder weniger, schätze ich mal. Okay. Hier ist wieder der Trick mit dem Pfosten, aber nur, dass der diesmal hier auf dem Boden viel zu dick ist und erstens hier ein kleiner Bug ist. Oh, komisch. Hallo, Kleiner. Und tschüss. Ha! Was? Jetzt sind wir wieder hier. Na, da oben sind Gegner. Ja. Zack. Ah, Treppen. Hier nicht reinfallen. Sieht nach einer sehr schlechten Idee aus, aber ich will es trotzdem probieren. Ich meine, vielleicht ist ja ein Teleporter. Nö, man stirbt nur. Aber jetzt habe ich es zumindest probiert, ne? Ist es wichtig, sowas zu probieren? Ja, aber die rote. Ja, nett. Das öffnet sich nicht. Da hinten kommen wir irgendwie durch eine rote Tür und hier auch. Cool. Aha. Ich höre doch schon den Imp, ja.
Und da oben sind auch noch irgendwo Zombies. Ja. Okay, das macht nur, dass das runterfährt. Dann kann man hier durch. Das hier mitnehmen. Die hier müssen jetzt irgendwie sterben kurz. Wartet mal. Das machen wir einfach geschwind mit der Doppelläufigen. Wer hätte es gedacht? Überraschung. So. Dann haben wir hier sonst nichts weiter, außer natürlich, ja, ja, unseren kleinen Sprung praktisch zur Rüstung. Damit hätten wir das erste der drei Secrets. Immerhin schon mal. Ich meine, wir haben nur noch 20 Gegner, aber wir kommen voran, was Secrets angeht. So, wie kommen wir nochmal zu dem gelben Ding da? Zum gelben Pfosten. Dadurch? Ja. Ich höre auch Gegner, aber logisch, die sind wahrscheinlich dort überall. Okay. Hier geht's hoch und dann geht's auch noch lang. Ich gehe erst hier hoch. Hier haben wir das. Das hier sieht voll nach Secret irgendwie aus, keine Ahnung. Als wäre hier was zum Anklicken, aber anscheinend nicht. Hä? Das tut weh? Warum? Was zur Hölle? Also das ist merkwürdig. Okay, das macht nur wieder, dass er runterfährt. Okay, hier haben wir Exit sogar schon. Sind ja auch schon alle Gegner tot, wow. Keine Ahnung, aber wo die Secrets sind. Ging sogar schneller, als ich jetzt gedacht habe, obwohl es eigentlich etwas langsam angefangen hat. Aber gut, da wird wohl die Geschwindigkeit irgendwie schnell angezogen worden zu sein. Aber habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Hm, egal. Auf jeden Fall, ja. Sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Okay. Secrets. Zack. Erst einmal gehen wir wieder hier hoch. Laufen hier nochmal rum. In den Raum, wo wir hier die Karte haben. Hier kann man nämlich einfach zack rein. Kann sich ein bisschen hier die Schrotflinten holen. Mehr aber auch nicht. Dann geht es wieder. Wie kommen wir da jetzt am besten hin? Ah, hier. Nee, nicht hier. Wie kam man da am besten hin? War das hier? Nein, ich bin irgendwie falsch gelaufen. Da lang müssen wir doch genau. War ich eigentlich hier jemals? Ist nur eine Abkürzung. Cool, dann wissen wir das jetzt auch. Aber ja, wir müssen nochmal zurück. Und zwar hier hoch. Man sieht schon auf der Map. Tada! Da hätte man noch das andere Secret.